Ja, damit herzlich willkommen zurück hier bei Satisfactory. Willkommen, ich bin Gairon. So, wie beim letzten Mal gesagt, habe ich hier den Balancer noch vollendet. Ich musste ihn aber noch einmal abreißen. Wir hatten hier ein Fundament zu wenig. Die Lifte sind nicht aufgegangen. Ich musste nochmal alles abreißen und die 1 Meter Fundamente auf die ganze Basis verlegen. Jetzt geht das nämlich auf. Jetzt im Nachhinein kommen wir in Sinn, alternativ hätte ich auch einfach unten das Fundament da unten eins tiefer setzen können. Naja, jetzt ist umgebaut. Jetzt sind die Fabrikanlagen höher. Gut, wir machen weiter. Und zwar wollen wir hier irgendwo in den oberen Stock. Mir ist auch aufgefallen, so wie ich gerechnet habe, habe ich schon mit Alternativrezepten gerechnet, die wir noch gar nicht können. Das heißt, die 500 Eisenbahnen, die wir geplant haben, selbst die 600, die wir hier produzieren, reichen nicht. So über den Daumen geschätzt, wie ich das nachgerechnet habe, fehlen wir uns noch weitere 300 Eisenbahnen. Denke, da könnte man eine zweite Produktion hier hinten noch aufbauen. Ich möchte allerdings die Fahrzeuge hier vorne, wo der Miner jetzt ist, da habe ich auch noch kurz eine Mauer aufgezogen, um zu schauen, wie hoch müssen wir da kommen, um da drüber zu kommen. Ich weiß gerade nicht, wie hoch die MK2 und MK3 noch werden. Ich weiß nur, dass sie etwas höher werden. Aber wie viel das ausmacht, weiß ich gerade nicht. Falls da jemand Bescheid weiß, einfach mal in den Kommentaren melden. Ich denke, wir nehmen zur Sicherheit noch. Dann nehmen wir noch ein Fundament höher. Das sieht dann so gekünstelt aus, wenn es nicht mehr gleich ist wie auf der anderen Seite. Aber auf dieser Höhe nehmen wir das auf jeden Fall. Gut. Wir müssen schauen, wie hoch müssen wir mit dem nächsten Stockwerk kommen. Dafür brauchen wir hier nochmal ein Fundament. Dann schauen wir doch hier gleich mal, wie das hier aussieht, wenn ich denn das hier oben hingesnappt bekomme. Jetzt. Mit zwei Fundamenten haben wir die Höhe von den Fabrikatoren. Ich denke, wir gehen dann hier Fundamente höher, damit wir auch oben noch Platz haben, uns etwas gestalterisch zu erweitern. Dann käme das nächste Stockwerk auf diese Höhe. Dann brauchen wir jetzt erst einmal eine Rampe da hoch. So. Hier müsste ich eigentlich noch gar nicht nach oben kommen. Wir können die Höhe auch anders erreichen, indem wir hier nämlich schon bauen, was wir dann später so oder so bauen wollen. Und zwar haben wir hier auch die Fundamenthöhe. Hoppla. Auf die Höhe wollen wir kommen. Da kommt dann das nächste Fundament obendrauf. Aber das snappt jetzt da nicht schön. Genau, müssen wir so snappen. Wir ziehen das hier einfach oben mal durch. Wir brauchen den Soup. Ach, ich denke, das machen wir so. Haben wir dazwischen wieder ein Fundament Platz? Mir zwei Fundamente Platz, wann kommt das hier? Wir schauen, wo haben wir genau dazwischen wieder eine Fundamentgrenze? Haben wir irgendwo genau dazwischen eine Fundamentgrenze? Ne, die sind jetzt wirklich so genial gebaut. Haben wir nicht einmal eine Fundamentgrenze genau dazwischen? Erst hier beim 10. wieder. Wieder angefangen haben und hier haben wir wieder, nein, die ist auch nicht genau dazwischen. Haben wir die falsch aufgebaut, dass wir da nirgendwo dazwischen kommen. Gut. Wir versuchen das trotzdem mal, wie das hier aussehen könnte. Sollen hier alle zwei kommen.
Aber nicht so versetzt. Bitte schön auf eine Linie, ja? Es gibt Stabilität. Aber ich hätte ganz gerne auch noch ein paar Träger eingebaut. Ne, machen wir das so. Wir ziehen das hier einmal durch, komplett durch. Das ist jetzt falsch angesnappt. Da muss es wieder hin. Halten wir den Rhythmus gleich bei. Hier haben wir wieder denselben Abstand. Sind wir hier unten auf dem Fundament. Dann passt das hier zumindest. Dann käme dasselbe Abstand und dann ein Fundament. Geht das auf? Geht nicht ganz auf. Wo habe ich jetzt wieder geklickt? Gut, wir haben die Höhe. Ich brauche das hier als Referenz einmal hier nach rüber gezogen. Und zwar von dem da. Damit ich da etwas sehe, wie hoch das die Förderlifter jetzt kommen müssen. Dann nehmen wir auch die MK1. Ziehen wir noch eine Betonplatte hier vorne hin. Noch eins höher. Ich glaube, so müsste das passen. Wir schauen uns das mal einmal kurz von oben an. Von hier unten kann das immer so... Ah, wie soll ich sagen? Es täuscht manchmal. Ah, der ist zu hoch. Der ist eindeutig zu hoch. Eins tiefer würde reichen. So, dann eins tiefer haben wir gesagt. So. Genau, jetzt wäre es schön, wenn man die Metallplatten von vorne her sehen könnte. Aber ich brauche einen Ausgang in diese Richtung hier. Dann ziehen wir das hier jetzt einmal nach oben hin. Na, wo haben wir denn hier eine schöne Stelle, wo wir das auch sehen können? Jetzt gehen die Eisenplatten aus. Ich habe zu wenig Eisenplatten mitgenommen. Dann mal wieder zurück zum Lager. Ja, da rennt er, da rennt er, da rennt er, ja, da. Nicht der Rentner, da rennt er. Ayakabuna, meine Gesundheit. Bitte doch. So, tada. Immer wieder Eisenplatten. Dann könnte ich ja mal kurz schauen, ob sich da der Stau jetzt im Lager etwas aufgelöst hat. Wir hatten zum Schredder hoch noch MK1 Förderbänder drin. Das hat da richtig zurückgestaut. Eisenplatten wollten wir haben.
So, das müsste reichen. Nur noch kurz ein Kontrollblick. Ja, da sind die Bänder wieder leer. Das hat sich erledigt, das hat sich aufgelöst. Sehr schön. Wieso renne ich denn jetzt hier hoch? Na, vielleicht geht es ja von hier oben besser. Tatsache. Die Mauszeiger hat den Bildschirm verlassen. Hier oben geht das wunderbar. Sola. Der Zugang zum oberen Stockwerk ist gelegt. Hier oben können wir dann versteckt das Ganze wieder etwas abpacken. Ach nö. Das habe ich jetzt vergessen. Die sind alle zu hoch. Auf dieser Höhe ist die Laufhöhe. Und diese Höhe ist die Wartungshöhe. Die hätten alle auf die Höhe gemusst. Das ändere ich noch kurz, melde mich gleich zurück. Oh, da bin ich wieder. Ich habe das mal umgebaut. Ich habe auch noch kurz etwas geschaut, wie wir das bauen könnten. Da ist mir dann Beton ausgegangen, da bin ich jetzt noch kurz holen gegangen. Gut, wir haben die Förderbänder umgebaut. Jetzt kommt es mal erstmal zum Erzanschluss. Wir brauchen jetzt noch Erz. Wir brauchen dann hier auch noch irgendwo eine Stromleitung. Die weiß ich noch nicht genau, wie wir die schön getarnt einziehen wollen. Ich denke, die Stahlträger nehmen wir auf der Rückseite dann auch noch hier hoch. Dann gibt es hier einen schönen Abschluss. Ja, das machen wir dann. Jetzt aber erst einmal Erz anschließen. Und zwar kommen wir hier unten durch. Wir kommen von hier draußen rein. Da gehen wir rein, jawohl. Vielleicht das Ganze noch etwas vertieft, dass wir da nicht an der Außenfassade rumkratzen. Könnten wir also hier hoch. Dann müssen wir mit dem einen Erz von da drüben kommen und das andere Erz ist da hinten. Da brauchen wir noch einen mobilen Miner. Kann ich den denn noch herstellen? Das ist die falsche Werkbank. Immer das gleiche. Immer das gleiche. Die hier wollte ich. Mobile Miner. Brauche ich ein Stück. Check. Dann brauchen wir einen Miner. Den bauen wir genau so. Check. Den übertakten wir auf volle Pulle. Check. Dann brauchen wir hier Fundamente. Die Höhe. Ah. Ja, die Höhe passt. Setzen wir den Miner also da oben drauf. Check. Können wir, falscher Knopf, dann können wir das hier nach vorne ziehen. Bis hierhin. Das ziehen wir noch gleich
bisschen weiter, dass wir hier eine schöne ebene Fläche haben. So, dann ist der Rest nämlich hier vom Sand bedeckt worden. Hier brauchen wir einen etwas größeren Durchgang, aber nicht gerade so groß. 2 Meter reicht, hier kommt eine Bodenplatte durch. So, das ist unsere Arbeitsfläche. Kommen wir mit dem Förderband hier durch. Den Boden dürfen wir nicht rausreißen. Da ist unsere Arbeitsfläche vom nächsten Schritt. Den Boden können wir rausreißen. Das ist nicht schön hier. Gut, dann kommen wir mit den beiden Ressourcen hier zusammen. Gehen da hoch. Dann brauchen wir dann noch den dritten. Und den fahren wir dann mit Fahrzeuge hierher. Fahrzeugdepot machen wir da drüben. Und die Förderbänder vom Fahrzeugdepot machen wir hier außen einen Kanal. Gut, dann kommen wir mit 2 Förderbändern von innen. Das gefällt mir. Die Idee gefällt mir ganz gut. 2 Förderbänder kommen wir von innen. Die nehmen wir dann hier am besten auch gleich durch den Boden durch. Einmal kommen wir hier hoch und einmal kommen wir hier hoch. Ah, der gefällt mir nicht. So, das ist hier in der Mitte noch Platz für ein Förderband, das wir dann hier vorne splitten, nach links und rechts. Theoretisch brauchen wir aber das mittlere hier außen. Ja, dann gehen wir hier mit dem Aufzug eins höher, dann können wir da oben lang, mit dem, das untere können wir hier unten splittern und genau, das machen wir doch so. Gleich bevor ich es wieder vergesse, wie ich das will. Der Splitter kommt hier schön mittig. Hier kommen wir mit einem MK3-Förderband rein. Kann ich jetzt nicht nehmen und gehen dann mit einem NK. Was brauchen wir da pro Seite? 60. Wir haben hier 2 Miner, die wir 2 Maschinen, die wir hier befüllen müssen. Dann reicht hier ein MK1 Förderband. Das ziehen wir. Das ist klar, dass das jetzt nicht bis zum Ende reicht. So, das ziehen wir einmal hier durch. Und hier reicht es auch wieder nicht bis zum Ende. Habe ich es erwischt oder bin ich in die Wand? Ne, habe es erwischt. Da ist die Linie 1, 2 bis hierhin und dann die Kurve. Da brauchen wir jetzt ein MK3-Förderband. So, das ziehen wir mal provisorisch bis diese Höhe. Dann kommen wir hier mit einem MK3-Förderlift nach oben. Der schaut oben nicht raus, gut. Nach oben. Und die Lifte zeigen wieder nach unten. Mit R die Richtung drehen, so. Komme ich hier an dem nicht vorbei, dann bauen wir die doch ganz an die Wand. Jetzt kommen wir hier am Splitter nicht vorbei. Die Förderdurchführung hier zentriert. Dann brauchen wir einen Aufzug, haben wir gesagt.
So, bis hierhin müssen wir dann. 1, 2, bis hierhin können wir. Können wir den Pfosten etwas höher nehmen? Falscher Knopf hier, ne? Nächst höhere Höhe ist dann schon hier oben. Wäre doch jetzt schön gewesen, wenn ich den Zweiersplitter hier vorne gebaut hätte und den Vierer da hinten. Dann hätten wir jetzt da vorne nicht das Durcheinander mit den Förderbändern. Also wirklich, das wäre schön gewesen. Aber baue ich das nochmal um? Nein, baue ich nicht. Ich will das nicht nochmal umbauen. Hier muss eine Lösung hin. Und zwar ist hier die Lösung, wir setzen den hier nochmal ein halbes Fundament tiefer. So, dann kommen wir also mit dem von hier hinten hoch, ziehen den bis hier, muss gesplittert werden, ziehen wir den bis hier hin. Unter 20 kommen wir an, 60 müssen nach links, 60 nach rechts. Hier kommt jetzt ein Splitter hin. Dann MK1 Förderband von hier bis hier und dann hier hinten anschließen. Gut, hab's getroffen. Dann brauchen wir jetzt die Bodendurchführungen. Die kommen da hinten hin. Nein, die kommen hier weiter vorne hin. Jetzt kann ich da hinten keine Wand mehr platzieren. Dann kamen hier MK3 Förderlifter hin. Den ziehen wir so hoch, bis er die Decke streift. Dann bekommen wir ein MK3 Förderband von hier. Hier müssen wir hin. 1, 2. Und von da gehen wir in der Kurve runter auf das. Jawohl, so passt das. Bis hier. Wie weit ist da die Distanz? Kurz nach der Mitte vom Fundament, also ungefähr hier. Hier müssen wir hin, 1, 2 bis hier. Jetzt kommt da lang, dann brauchen wir jetzt wieder das MK1 Förderband. Hier müssen wir hin. 1, 2. So. Nochmal. Hier müssen wir hin. Hier haben wir die 90 Grad. Hier setzen wir ein Zwischenpodest. Dann hier müssen wir hin. 1, 2. So. Gut, meine Nase juckt heute extrem. Hier oben hätten wir angeschlossen. Wir brauchen Glasfundamente hier.
Ja, genau. Bau mich ein. Yay. So, hier haben wir Glasfundamente drauf. Da kommen auch noch Glasfundamente hin. Gut, dann brauchen wir jetzt den Anschluss im unteren Stock. Kommen wir hier mit dem Förderlift hoch. Ziehen wir das hier unter der Decke lang. Haben wir hier Deckenbefestigungen. Sind wir hier auf einer Linie? So sind wir auf einer Linie. Wir müssen ungefähr hier hin. So, machen wir hier auch noch Bodenplatten. Nur mal zum Testen. Kann der hier noch Boden oder ist das zu dick? Ich glaube, das ist viel zu dick. Der muss mal weg. Hier muss mal ein Fundament drauf. Jetzt brauche ich den Bohrer nochmal. Ah ja, das ist viel zu dick. Aber so könnte es noch gehen. Aber so snappt er noch. So, dann reißen wir das hier nochmal ab. Hier habe ich nämlich eine Idee. Und zwar gehen wir bis hier hin, drehen das um 90 Grad. Dann hat hier mit etwas Glück noch ein Aufzug Platz. Wie gesagt, mit etwas Glück. Das Glück ist mir heute nicht hold. Ja, der muss aber noch eins weiter nach unten. Eins weiter nach unten, das war zwei weiter nach unten. Ja, bis wir die nächste Folge aufnehmen, habe ich es dann auch geschafft. Hatte wirklich keine Zwischenhöhe. Macht mich nicht krank. So. Wir müssen auf diese Höhe, wir müssen auf diese Linie. Hier ziehen wir schräg bis auf diese Linie. Wir machen das anders. Wir gehen nicht da hoch, sondern wir gehen hier durch. Na, jetzt gib mir mal das Förderband. Dankeschön. Wir gehen hier durch. Machen hier eine Kurve. Dann entkommen wir dem Clipping mit dem Stein. Hier machen wir einen Aufzug nach oben. Und dann sind wir hier auf einer Höhe. Dann können wir den hier direkt anschließen. Und haben das Ganze auch noch symmetrisch gebaut. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Wie haben wir die Zeit? Bis kaum. Wir sind genau bei 30 Minuten. Die andere Seite schließen wir jetzt auch noch kurz an. Dann sind wir mit dem Thema hier fertig. Die andere Seite muss dadurch. Hier müssen wir noch kurz schließen. Eieiei.
Damit die Wände sind aber nicht gleich dick. Hier nehmen wir am besten ein Fundament. Und zwar so ein Keilfundament. Dann ist da von außen schön geschlossen und wir haben hier trotzdem noch Platz zum Durchkommen. Gut, dann MK3 Förderband. So. Hier nehmen wir auch eine Bodenplatte zur Hilfe. Ne, hier gehen wir an die Decke. Gehen wir also bis hier hin. Ne, bis hier hin. Hier geht es mit dem Aufzug an die Decke. Aufzüge sind hier. Dann geht es mit der Deckenleitung hier weiter. Und zwar erst einmal bis hier. Sind wir hier so gerade? Ne, jetzt habe ich eine Kurve gezogen. Muss ganz an die Wand. MK3-Band bis hierhin. Dann wechseln wir hier einmal auf Wandhalterung, dass wir hier durchkommen. Und hier platzieren wir dann wieder eine Deckenhalterung, dass wir hier wieder auf unsere Symmetrie kommen. Ah, unsere Symmetrie löst sich hier in Luft auf. Aber der Anschluss wäre gemacht. Fehlt noch Strom. Strom habe ich mit Absicht noch nicht angeschlossen. Ich will zuerst das hier alles fertig bauen. Und dann erst einmal schauen, ob wir das überhaupt ans Netz bekommen. Aber ich vermute, dass wir, bevor wir das Ganze ans Netz bekommen können, erst einmal wieder unser Kraftwerk noch etwas erweitern müssen. Wir haben da ja noch jede Menge Ausbaupotenzial. Wir können da noch jede Menge Anlagen anschließen. Gut, dann brauchen wir den Durchgang hier nicht. Ich habe gedacht, hier könnte man mit dem Förderband rauskommen, aber wir müssen da ja gar nirgends rauskommen. Die Hauptleitungen sind angeschlossen. Bis zum nächsten Mal muss ich mir überlegen, wie wir das hier mit den Fahrzeugen regeln können. Gut, dann danke ich fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaiaron.